So, mal gucken, ob wir jetzt an den Generalschlüssel drankommen. Das ist aber auch ein blödes Rätsel, um ehrlich zu sein. Woher soll man das wissen? Dafür muss man ja wissen, was die Monitore anzeigen sollen. Ja, geh doch bitte die Treppe runter. So, welches WC ist es denn nun? Ist es das hier? Da steht nämlich WC. Hey, lass das. Mist. Aber ich bin der doch Schlüssel nur ein hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich bin doch nur ein kleines Mäuschen, das mal eben an deinem Schlüssel nagt. Geht das denn vielleicht? Nein. Boah, Edna. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Nix. Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Egal, wer ist, sie sind alle dumm. Nein, sind sie nicht, aber ja, lassen wir das. So, warte, wir haben ja jetzt... Das können wir jetzt... Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Das hat sie jetzt nicht da reingeschüttet. Gut, das hat sie nicht da reingeschüttet. Das wäre es jetzt. Heißes in der Tasche haben ist immer ganz schlecht. Also schnell zum Heizungskeller. Und das brennen. Nein, Edna. War die falsche Tür. Wir müssen doch in den Heizungskeller. Okay. Ja, brenn es bitte. Ich glaube, sie ist fertig. Ja, das glaube ich auch. Ein richtiges Inferno. Das sollte klappen. Topflappen. Ja, wir brauchen die Topflappen. Okay. Jetzt ist da rein. Und brenn die Scheiße. Das abkühlen und nicht wieder schmelzen. Ach so, wie kühlen wir es ab? Waschbecken. Richtig? Aus. Läuft doch. Läuft doch. Ich kann so gutes Deutsch gerade... Wenn das abkühlen soll, dann bitte. Okay. Cool. Zisch. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Vielleicht nicht nur das. Maus. Yippie! Yippie! Ich habe es geschafft. Wir haben einen Schlüssel. Mein eigener Generalschlüssel. Yes. Wir können raus. Moment, wir können Türen öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Wow. Ich bin immer noch genervt und deswegen so still. Ja! Freiheit! Freiheit? Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Ja. Mist. Oh, super. Gleichzeitig? Ja, was ist denn schwer gleichzeitig? Ein Auto kommt dann. Ein altes Auto. Das konnte aber schnell eine Kehrtwendung machen. Ach, guck mal, wer da wieder da ist. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Hulgor und Stiesel werden vermisst. Das ist einer von beiden. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen!
Der Vulkan ist ausgebrochen. Wir müssen was tun. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Wie kommt das, dass sie das schaffen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Meinst du? Durchsuch die Stockwerke. Meinst du, ich bin nicht schon längst über die Mauer gestiegen? Mist. Was jetzt? Okay. Womit? Weiß ich nicht. Nimm mit. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Echt? Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Der Verrückte. Oh, wir müssen den Verrückten noch freilassen. Wie kommen wir denn am besten da wieder hin? Am besten den Wäschelift. Mantel, geht's Ihnen gut? Der Wäschelift ist auf Mist. Scheiße. Wie kommen wir hoch? Nee, Edna, geh doch bitte. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Super gesungen. Echt top. Können wir denn hier durch? Scheiße, ich weiß den Weg nicht. Da geht's nicht durch. Maus. Wenn das der Fahrer ist, vielleicht können wir ja am Auto was tun. Es ist das 5. Rad am Wagen. Es ist das 5. Können wir es mitnehmen? Ja, genau. Die Wii U habe ich auch. Wer war das? Wer war das? Der Weihnachtsmann. In so einer rauchigen Stimme. Wer war das? Warte, wie ging das nochmal? Carlos, mein Bruder. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich habe nie der Pate geguckt. Jetzt können wir hoch. Edna, Treppe. Können wir eigentlich mit dem Generalschlüssel? Ja. Sag jetzt nicht, das geht nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Zum Verrückten wollte ich. Alles weg? Und wie komme ich zum Verrückten? Verdammt. Warte. Wir müssen die Treppe weiter hoch, oder? Ja. Ich weiß es wieder. Juhu. Warte, jetzt länger nicht mehr. Ist eigentlich gelogen. Wir sind doch gerade noch daher und haben die, Ja. Das Licht angemacht. So. Richtig? Richtig. Guck mal, was wir hier haben. Wir können dich rauslassen. Da musst du uns helfen. Das ging aber schnell. Hast du an der Tür gewartet, oder was?
bist frei. Du bist frei, ja. Deswegen wohl auch die offene Tür. Ach so. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Die Mauern, genau. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. Wie soll sonst die Tür aufgegangen sein? Die Tür aufging. So einfach plopp, offen. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Worauf wartest du noch? Ich hoffe, du meinst nicht mich. Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Du könntest dich auch einfach mal bewegen. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Mhm. Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay. Dann gehe ich vor. Sobald Edna sich bewegt. Hoffen wir mal, der, Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me. Hallo? Ich suche lieber... Keiner da. Cry for me, Argentina. Ja, genau. Entschuldigung, das ist jedes Mal geil. Warum singt der das? Wie können wir was am Auto machen? Ganz ehrlich, das habe ich nachgeguckt. Da kommt ja wirklich was raus. Mhm. Bäh. Alt und ungenießbar. Das Auto hat ja eine Wii U und muss das angeben. Eine Alarmsirene? Ja, so ein bisschen. Maus, beweg dich. So, kommen wir jetzt raus? Er müsste doch jetzt abgelenkt sein, der Fahrer, oder nicht? Ich muss eben noch mal was gucken. Was machst du da? Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Wir haben den Generalschlüssel. Es ist jetzt alles viel leichter. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Keine Ahnung. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aus Styropor fahren. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor alle nicht zu wenig Auftrieb bekommt. Ach so. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Einfach so. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Gar nicht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Aber? Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Aber es muss doch einen Weg geben. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Wer ist denn Vishnu? Das wäre ein prima Plan, wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Warum? Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Oh, und den hat er nie wieder gekriegt? Dann habe ich ihn beim Tofu-Entschuppen in der Dusche liegen lassen. Tofu-Entschuppen? Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateam im Damenvolleyball 88. Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen.
Was? Wer ist Vishnu? Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Machen wir selbst. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Das muss funktionieren. Die muss einfach funktionieren. Genau. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Haben wir. Warum ist denn nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Welchen Zwischenfall? Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die E-Box. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Weil man sich nicht über das Fernsehprogramm einig werden kann, oder was meinst du damit? Ich komme dann später wieder. Wo kann ich ihm nichts von dem Vehikel draußen erzählen?